richtig guter Ball in den 16er Kern und Motika wieder Kern und der Ball ist drin. Da legt Motika rotzfrech nochmal quer und es steht 1:0 für die FC Bayern Amateure gegen den SV Heimstetten. Das Spiel war ein harter Kampf und da vor dem Tor, dann dachte ich mir, ich muss den rüberspielen zu Timo. Ich muss dir das Tor gönnen auf jeden Fall. Ja, war gut. Ja, wir müssen eigentlich jedes Spiel genau gleich angehen, nicht auf die Tabelle gucken, sondern einfach so wie bisher versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, unser Spiel zu spielen. Und ich glaube, so kann es eine gute Saison werden. Wenn ich von mir spreche, jetzt, ich war schon sehr nervös beim ersten Mal, weil ich auch nicht gewusst habe, wo ich überhaupt hin muss und sowas. Dann habe ich mich einfach mal an Torben rangehangen. Der hat mich dann, wo ich das erste Mal in die Kabine gegangen bin, war ich schon nervös. Dann habe ich Daigo einfach mal die Hand gegeben und sowas. Das ist schon sehr cool. Es ist auf jeden Fall noch professioneller, als ich gedacht hätte. Natürlich bekommt man hier von den Spielern, die schon mal oben waren, die mal wieder runterkommen, ein bisschen was mit, wie es hier abläuft und alles. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr professionell. Sowieso die Plätze, das ist echt, also ist auf jeden Fall top alles. Auf jeden Fall, das ist alles sehr professionell hier, High Class, und die Eindrücke, die man hier sammeln darf, das ist schon eine Ehre. Also man muss sich schon sehr geehrt fühlen, weil das kommt wahrscheinlich nicht so oft. Momentan mit dem Hin- und Herpendeln zwischen Profis und Amateure ist schon noch anspruchsvoll. Dann gehe ich in der Früh außer Haus, bin beim Profis und fahre gleich durch den Campus, lass mich ein bisschen behandeln kurz und bin dann bei den Amateuren wieder auf dem Platz. Ja, es ist schon einigermaßen stressig, aber es macht ja Spaß, also deswegen hat man den Stress gerne. Nur ein bisschen beiseitig, Schupo, genau. Jetzt kannst du, Schupo, mal mit. Weil von Oramino kommt, geh durch, Schupo, geh durch. Gut, so, drück drauf, dazu. Und der Ball, oh Junge! Den ist das verlagert. Jetzt. Ja, Mann! Da war's, Tati! Hey! Gutes Tor, Junge!
Das ist immer was Besonderes, wenn man als IV, glaube ich, ein Tor macht, weil es nicht so oft passiert. Ja, es war schon immer ein schönes Gefühl, einfach ein Tor zu schießen. Aber es war viel wichtiger, einfach als Mannschaft den Sieg zu holen. Natürlich glücklich über mein Tor und dass der Mann helfen konnte. Wir haben super gespielt und yes, sir. Eltersdorf haben wir auch noch für Sie das Ergebnis gegen Scheiding-Reining 1:1. Hat irgendwie Angst vor Höhen gehabt? Das ging eigentlich. Also wir waren am Anfang, haben eigentlich noch alle weggemacht. Das war so, dass man so von 6 Meter, 8 Meter gesprungen und dann auch das Abseilen, wie das heißt. Und dann war es so wie so ein Break. Und dann war noch so für die halt nochmal Bock hatten, von höher zu springen, sind dann noch weitergegangen. Und die halt so keine Lust mehr hatten, sind dann im Bus geblieben. Okay. Und dann sind wir eben noch wohin gegangen, wo wir dann von erst von 6, dann von 8 und dann von 11 Meter gesprungen sind. Also 11 Meter war schon... Meter ist hoch, gell? Ja, das ist schon echt sehr, sehr hoch. Da weißt du erstmal nicht, was du mit deiner Arme alles anstellen musst, gell? Das Ding ist halt, du schaust halt so von unten nach oben und denkst so, es geht eigentlich, weißt du? Dann schaust du von oben nach unten. Und dann schaust du von oben nach unten und du denkst, das sind 50 Meter oder so. Aber ich finde cool, dass ihr sowas macht. Es war schon. Das ist ja so, dass man sagt, das ist alles irgendwie zu gefährlich. Nein, ja, das war schon nicht geil, muss man sagen. Aber das ist immer mal eine coole Erfahrung. Ja, das stimmt. Selbstverständlich freuen wir uns sehr, hier wieder von der Silvestrati zu sein, war in die ganze Geschichte von Bayer Mathe hier auf der Silvestrati zu trainieren. Gut so, Jungs. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Für ein paar Spieler ist schon sehr stark bekannt, für andere noch nicht, das erste Mal. Ich glaube, das erste ist schon hier zu sein, parallel mit der Profimannschaft zum Training. Plus, wie gesagt, hier haben wir unsere Kabine, unser Heim, kann man sagen. Die Bedingungen sind top. Am Campus waren sie auch top, aber hier hast du halt etwas, was dich noch mehr drauf pusht, dass du weiterkommst. Man hat da alle Möglichkeiten, um Profi zu werden, um seinen Traum zu verwirklichen. Bitte, die Jungs, man muss für euch einfach lernen. Ne? Einfach lernen, wie hier dieser Schrittkurs, die Profi, wie es geht. Amindo hat in den letzten 2 Wochen ein bisschen Autoproblem, dann geben wir ihm einen Tag frei, dass er am Morgen 110% gibt Gas, weil sonst Amindo, Toben, Taylor, Scotty, die Spieler, die da oben waren, Jamie, reicht noch nicht, wenn ich glaube, weil die haben schon da oben 4 Wochen trainiert, hier runterzukommen und nicht seine 100% Gas geben. Wenn die ganze Gruppe schon fix hier ist, wir müssen abwarten, die machen darüber 11 gegen 11 und danach vielleicht sind, keine Ahnung, oder Mali oder Bride oder Gabi schon bei uns, dann für mich sind alle gleich, Jungs. Alle gleich. Hier, wie gesagt, Respekt, Disziplin und Leid. Von diesen 3 Worten werde ich nicht mehr sprechen. Eine schöne Woche wünsche ich. Okay? Mit Spaß. Viel Spaß. Hopp, hopp, hopp. Ja! Und komm! Jawohl!
Im Moment haben wir die Situation, auch aufgrund der Verhältnisse und der Platzverhältnisse hier mit den vielen Mannschaften, dass unsere zweite Mannschaft an der Sebener Straße trainiert, also in unmittelbarer Nähe der Profimannschaft. Hat den großen Vorteil, dass eben auch unser Profitrainerteam und eben alle Mitarbeiter rund um die Profimannschaft im sportlichen Bereich natürlich dort die Gelegenheit haben, unsere jungen Spieler in der zweiten Mannschaft auch täglich zu beobachten. Da ist das Ding. Okay, wieder zurück. So, 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 genau. Jetzt hat Moment. Es ist toll, hier zu sein. Auch wenn wir davor mal bei den Profis waren, waren wir ja auch schon hier, aber mit den Amateuren ist es jetzt das erste Mal und es ist sehr schön, weil wir ganz nah an den anderen dran sind und kriegen davon sehr viel mit. All or nothing. Bet something. No, I'm not betting something. You're an American. You have to win. It's your game. The score is 1-0 for me. The score is 3-0. 3-0 in games. Wait, loser pays for lunch. Okay, loser pays for lunch. Actually, now the American comes in. Now you have to make it, huh? No, it's my decision. Finito if I make it, huh? Yeah, but if you make it and I don't make it, then it's finito. Then it's finito, but you have to make it. Free lunch. Okay, one more. Get back. Okay. Oh, my fans, no confidence, eh? Yes, it's not over yet, my friend. Yes, yes. Ah! But make this one, you won't do it. Pressure! No way. You are the luckiest. You are. Yeah, yeah. If he doesn't make it, I win, huh? Here, Taylor. Here, my friend. Here. So, guys, you know who the winner is now? Was the deciding last game? 3-1. No. It's 3-1 in games. No, the last right now. Game was deciding. I beat an American in basketball, and today it's a good day for me, huh? It's a good day. Fokussieren wir uns erstmal aufs Derby gegen Haching und hoffen, dass wir das gewinnen können, auf alle Fälle. Ja. Geht rasant jetzt, englische Wochen und dann ist natürlich, geht Schlag auf Schlag erstmal jetzt hier mit den Spielen. Fokus. Unterhaching ist ein besonderer Gegner hier in der Region. Die sind auch gerade von Dritte Liga zur Regionalliga gekommen. Auch ein großer Name als mit Sandro auf der Bank. Ich habe gute Erinnerungen und Thomas Heimberg, du triffst mit einem alten Kollegen. Nicht vergessen, Jungs, was zu sagen. Bryce, Anche, Edu, Toben, Gabi, plus Timo. Sechs Freispieler. Da haben wir keine Ausrede, heute nach vorne zu laufen, nach hinten zu laufen. Wir brauchen, und wir werden das Spiel gewinnen, wenn wir spielen heute mit voller Intensität. Wir werden aggressiv zu sein und Intensität, nach vorne und nach hinten. Aber wir werden nicht dumm sein. Wir starten mit 11 und am Ende sind wir 11. Lasst euch nicht provozieren vom Gegner. Wir sprechen mit Unterhaching nicht und wir schätzen hier auch nicht. Okay? Das ist unsere Presse. Hat jemand Zweifel? Telo, schon klar, ist der Ball hier im Vollsprung. Im Vollsprung sind 1 gegen 1. Und wir bleiben stabil hinten. Diät ein paar Bälle, nur an Diät. Oder Diät ein paar Minuten, lass dich spielen. Aber danach sofort brauchen wir nicht mehr denken und wir laufen nicht nach hinten. Wir laufen nach vorne heute. Und danach macht ihr Spaß mit dem Ball, bitte. Nico, macht dir einfach Spaß. Die wollen genau die gleiche Punkte wie uns haben, aber die lassen die nicht. Wie ich sagte schon gestern oder vorgestern,
Wir werden heute zeigen, wie viel Pass in deinen Schuhen sind. Jakob, verstanden? Wir werden nicht zeigen, wo Fuß er ist. Genau, komm! Das Passieren ist schon vorbei. Könnte sein, aber unsere Highlight hier im Grumle Stadion, hier daheim, kann man sagen. Wir waren in vielen Spielen sehr dominant. Und das ist unser Ziel. Ich fand das ganze Spiel sehr interessant, sehr aufschlussreich auch. Es waren viele Sachen dabei, die uns auch helfen in den nächsten Wochen. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Das Ergebnis 1-5 ist nicht schön. Aber meine Aufgabe als Trainer ist ja nicht nur das blanke Ergebnis zu sehen, sondern inhaltlich das ganze Spiel zu deuten. Und da waren sehr gute Ansätze dabei. Wo es hakt, das sind Sachen, wo wir nicht ad hoc abstellen können. Das sind einfach auch, sage ich mal, grob gesagt Fitnessgeschichten. Alle drei Tage spielen uns jetzt auch nicht gerade in die Karten. Wir haben wenig Wechsel, wir können wenig durchwechseln. Und immer alles gut, wir machen weiter und holen dann hoffentlich die nächsten Wochen die nächsten drei und die nächsten drei Weltstarten jetzt wieder neu. Ich habe in der Woche gesagt, wenn wir spielen zu 0 die zwei spielen, hätte ich ja zwei Tage frei gehabt. Normalerweise. Jetzt machen wir drei. Normalerweise ich habe mein Boot immer da oben, aber mit so einer Leistung hat er sowieso die zwei Tage frei. Total. Wenn ich zwei Tage
Wir nehmen die zwei Tage frei und liebe Danke. Scotty. Wir haben heute gezeigt, wie viel drei Schuhe sie wie viele Schuhe sie haben. Gut gemacht, ja. Super. Komm, Jamie, Alter, China ist nicht offen. Ich sehe genau 0,8 Zeilen wieder. Was bist du? Besser mehr, ne? Hm? Ja, ja. Hier, wenn du fängst die Bälle so, nicht so. Probier mit Händen. Ja, komm mal. Wir haben ein super Torwarttrainer-Team mit Simon Jentsch, jetzt Jaroslav Dropny und Andi Rössel. Wir haben unsere Karrieren hinter uns, sondern es geht jetzt darum, den Jungs zu helfen, ihre Schritte zu gehen. Und zwar nicht nur in einem Jahr, sondern über Jahre. Natürlich irgendwo auch eine Möglichkeit ist, die nächsten Schritte schon ein bisschen schneller zu gehen oder auf sich aufmerksam machen zu können. Zum Ersten haben wir die Saison gestartet mit Walter. Leider Walter musste eine lange OP machen in der Saison, deswegen das Verein hat Jaro mitgenommen. Genau so. Top. Ja, vom Anfang hat mir sehr, sehr geholfen Tom Starke, klar. Und natürlich die alle Leute hier, Micho, Buki, Sammy, unser Teammanager, alle Leute sind ganz, ganz nett. Und das war viel einfacher für mich, mit diesen Leuten zu arbeiten, weil wenn ich brauchte etwas oder so, die war immer dabei und die helfen immer. Genau so. Zurück und jetzt. Super Mann. Danke. Aber in unserem Trainersteam, ich finde, ich fühle mich sehr wohl und super. Und dass wir sind wirklich, wie sagst du, eine Familie. Stefan Buck und Micho. Und ich mag nicht meine Trainerteams, ja, das kannst du auch sagen. Mit diesem Zwischenschild, ja, vor letzter Woche war schon sofort integriert, weil es persönlich hat ein persönliches Team, ein persönlicher Charakter, es ist lustig. Ich habe das Gefühl, dass ich kenne ihn seit lange. Haben wir auch da zwischen uns bekannte Freunde, so Claudio Pizarro oder Ivi Kaolic. Ich habe ihn auch zusammen gespielt. Er ist auch sehr professionell. Er kommt auf die Details, von der Torwart. Er gibt Gas. Dann haben die Torwart auch eine Ex-Profi-Torwart dabei, wo der hart ist in jedem Training. Manchmal nett, manchmal hart, genau wie im Mai, weil so lernen die Jungs. Ja, Mike. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nico, ja. Gut, rein, Abschluss. Aber eins gegen eins hier, ja. Mach, du kommst so. Ja, ich weiß schon. Ja, mach das nicht. Ich bin nur aufgestanden, weil ich dachte, der Ball kommt schon wieder. Nee, mach das nicht. Ja. Immer Blitzchen, aber gut gehauen. Ja. Jawohl! Ich weiß nicht, ob der hat die Möglichkeit, diese Interview zu schauen. Aber Walter, ich wünsche dir das Beste, ich vermisse dich. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Was hast du nicht nur an meiner Seite, sondern die lange, lange Jahre hier bei dir auch Materie gemacht. Chapeau. So wie wir gestartet sind, hat es einfach wahnsinnig Spaß gemacht und die Jungs, vorneweg Gabi Vidovic, haben sich einfach sensationell entwickelt und haben eine Leistung auf den Platz gebracht. Die hat echt Spaß gemacht und dementsprechend haben wir dann auch die Spiele am Anfang alle gewonnen. Wenn 100% abgeliefert werden, können wir jedes Spiel gewinnen. Nur wir müssen halt die Konstanz reinbekommen und die war dann zu dem Zeitpunkt einfach da und wir waren einfach deutlich besser als die anderen Mannschaften. Merci.
ist halt einfach so, dass er jetzt noch 2014 WM-Finale gespielt hat, selber auf dem Platz stand. Da ist es halt nochmal einfach was anderes, wenn dir so ein Trainer nochmal was erklärt, der es halt auch einfach nochmal alles viel besser ein bisschen versteht. Der gibt dann nochmal komplexere Tipps, wie du dich als Innenverteidiger verhalten sollst, sei es Spieleröffnung, sei es Gegnerbindung, egal was. Das ist einfach schon mal nochmal was anderes, wenn ein Martin Demichelis das einem erzählt. Wunderbar, alles schön, hey Lukas. Ja, nochmal, wie gesagt, ich habe voll Vertrauen auf euch und ihr könnt schon das kapieren. Aber besser zweimal zu sagen, als eine von euch hat schon das vergessen. Einlaufen, einlaufen. Gabi, wenn es geht, wo bist du, Gabi? Gabi. Ja, wenn es geht, auf ihn ist der rechte Fuß. Schafft ihr auch drüber zu spielen, okay? Mit Geduld, Tobi, gehst du nicht raus. Und Mali bleibt immer noch ein Sechser. Irgendwann kommt Gabi, wir lenken nach außen und wir haben dieses Mal als Überzahl. Was könnte passieren? Wir haben schon auch in dem Video gesehen. Er kommt flach. Anche, bitte nichts. Haben wir diesen Mann Überzahl. Jungs, den Ball ist schon auf der Seite. Dann kommst du. Jungs, das ist scheißegal. Das ist alles scheißegal. Ich habe schon gesehen, was da draußen ist. Die wollen ihr voll zu machen, zwei Kämpfe und zu gewinnen. Spielerisch sind wir. Doppelt besser als die. Körpersprache, Aggressivität, Freude und Spaß. Fußball ist Spaß. Geh raus und halt die Weg. Komm, positiv zu sein oder misstrauisch zu sein in der Defensivaktion, okay? Gib Gas, Jungs, gib Gas. Los geht's also, Bühne frei für dieses Topspiel in der Regionalliga Bayern an diesem Dienstagabend. Flutlicht. Eine Top-Konstellation. Er ist ein Trainer, der gerne aggressiv spielt. Ich habe auch Aggressivität ein bisschen auch von ihm jetzt bekommen. Sehr gutes Verhältnis, sehr guter Trainer, sehr gute Person. Und ich glaube, dass er ein sehr wichtiger Teil in meiner Entwicklung war und dass ich eigentlich auch sehr viel ihm zu verdanken habe. 1:0! Die Führung für die Bayern Amateure! Stark gemacht von Vidovic! Die spielen Fußball, Bruder. Was für lange Bälle, Digga? Die spielen jetzt jeden Tag bei Ding ist langer Ball. Bei dem? Ja. Die spielen mehr lange Bälle als Sie. Wir spielen mehr lange Bälle als Sie. Ich schwöre, ich schaffe Fußball. Das kommen ja nicht. Einmal bleiben wir zusammen. Das kommen ja nicht. Ja. Cool. Jungs. Draußen. Es gibt nur einen Ball jetzt. Ihr will das Spiel gewinnen. Ihr will heute erst sein. Aber sei clever! Geh den Ball raus! Wenn sie 2-3 Minuten vor, mach einen Sprint bitte! Wenn du das machst, was machen die anderen Jungs? Du musst das Vorbild sein! Eine super Aktion! Begonnen, lass den Ball! Und Anche, nicht locker traben! Wenn die Schere dir jetzt mal ist, Anche, geh ein bisschen schneller! Sei clever! Dir auch, okay? Dir auch. Ja, mach Theater, spielen wir gut, spielen wir gut, machen die Pressing. Die letzten 15 Minuten. Wir gehen bis Mitte der Linie. Bereit. Verstanden? Ich will das Spiel gewinnen. Es kann nicht sein, dass Jamie oder Bright oder Betsy ein langes Ball gewinnen und ich habe keine Spieler da, weil er auf ihn kommt. Kommt auf ihn, aber bleib hinter ihm. Genau das gleiche für die, wenn die
Ich habe eine lange Weile mit ihm gespielt und du kannst so verteidigen. Nein, Angel, bitte, Gott, das will, wie viel denn schon? Kein Casino. Okay? Kein Casino, das sind die Sie müssen wir ändern. Schon, Olli, wenn du nie einmal das machst, ich wechsle dir. Ich wechsle dir. Du hast die Jubiläum gemacht, aber mach 10-mal noch mehr. Okay? Er, Gabi, klar, er legt nach Hause und dann geht er. Und er, was macht er? Bumm! Diagonal Ball zu ihm und er kommt. Wie gesagt, Jubiläum gemacht, aber mach du noch 10 mehr. Okay? Wenn ich sehe, dass du 5 Meter verloren hast, das bedeutet für mich, dann bist du schon müde. Dann komm am Mindo. Und das ist, es ist nicht mehr. Danach mit dem Ball, lange wie möglich, die 1-0 führt, werde mir mehr Raum haben. Die müssen das Risiko nehmen, wir nicht. Sei einfach clever. Kommt keine zu die IV. Halt den Ball. Scheißegal, die Fans wollen 5 Tore. Ich will 1-0 gewinnen. Aber ich bin die 3 Punkte heute. Okay? Spiel. Geht eine. Jimmy, vorbei und kein mehr Schritt mit dem Ball. Vorbei, Spiel. Auf die andere Seite genau das gleiche für mich. Okay? Jungs, wir müssen gewinnen in diesem Spiel. Kein Kleber. Nimm die Zeit, nimm die Ruhe. Hey, spiel einfach am Ball. War 1-0 vorne, wenn du machst nicht im Fußball 2-0, 3-0, da ist immer gefährlich. Wenn hast du diese Möglichkeit 2-0 machen, musst du machen. Ne? Wir haben das nicht gemacht, und danach kommt, weil wir haben eine jüngere Mannschaft, und dann kommt ein bisschen diese, vielleicht sagst du Angst oder Panik in der Ende. Gutes Zuspiel, Vidovic! Nein! Klasse Spielzug der Bayern Amateure! Wir sind da oben in der Tabelle und die sind die Erste. Wenn die Erste sind, bist du immer die Beste. Aber intern, ich sage, für meine Gruppe ein bisschen besser als die. Und wir waren hier auch im Grünwalder Stadion besser als die. Wir waren dominant, wir haben viele Chancen gekriegt. Wir sind zwei ganz andere Mannschaften. Wahrscheinlich die beste Umschaltungsmannschaft in der Regionalliga. Ich glaube, spielerisch haben wir das Spiel eigentlich schon dominiert. Und bis zum Ende hin haben wir es eigentlich geschafft, unser Spiel durchzuziehen. Aber wir müssen trotzdem sagen, dass Bayreuth, glaube ich, ja, die Chance vom Stürmer von denen, wo er auf dem Torwart alleine in der 90. oder 88. Minute, haben wir natürlich Glück, dass sie da das Tor nicht machen. Ich glaube, da konnten wir dann mit dem Punkt zufrieden sein. Was für ein Einsatz, was für eine Intensität. Das hatte Topspiel. Zum Ende ist das 1-1 und hast du zwei Punkte verloren. Wir müssen von dieser Fälle lernen, wenn wir sind 1-0 vorne, dass wir müssen diese großen Mannschaften gewinnen im 1-0. War ein geiles Spiel. Ich würde sagen, dass wir da auch noch ein paar Chancen hatten. Auch ich hatte Pfosten, einmal Latte. Waren vielleicht auch 3 Punkte drin. Aber ich erinnere mich noch, wir haben eigentlich super Fußball gespielt, auch mit einer sehr jungen Mannschaft. Insgesamt war es ein sehr, sehr intensives Spiel. Man hat die Brisanz dem Spiel definitiv angemerkt. Ich fand, dass die Intensität schon herausgestochen hat, jetzt vielleicht das intensivste Spiel war hier in der Liga bis jetzt. Bayreuth hat es echt gut gemacht. Wir wussten, wie sie agieren, dass sie eher mit langen Bällen agieren, tief stehen, auf ihre Konter warten. Haben sie gemacht, obwohl sie dann auch spielerisch in der zweiten Halbzeit vor allem zugelegt haben. Erste Halbzeit geht ganz klar an uns, fand ich. Wenn wir noch 1-2 Tore machen, ist das Spiel wahrscheinlich schon gelaufen. Dann machen wir sie stark, sie treffen wieder. Und dann kann das Spiel wieder kippen, es ist völlig offen. Und dementsprechend, meiner Meinung nach, kann man schon mit dem Punkt definitiv leben. Der Abstand von 2 Punkten ist weiterhin da. Wir haben noch eine Menge Spiele, um das Ding zu drehen und am Ende den ersten Platz zu erreichen. Ja.
Was fehlt vielleicht auf deinen Spieler noch, um ein Bundesligaspieler zu werden? Zumindest Geduld und hart arbeiten. Es geht nicht immer so schnell. Wir müssen einfach gute Leistung bringen. Die Spieler, die haben immer die Möglichkeit, in die 19 zu spielen und gute Leistung zu bringen. Danach bei uns und der liebe Gott da oben, es sieht alle. Auf jeden Fall ist alles komplett wichtig. Also das ist Schlaf, Ernährung, Regeneration, immer 100% geben im Training. Ich glaube, das gehört alles zusammen. Aber am wichtigsten ist es einfach, glaube ich, im Kopf klar zu sein. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Und nie aufhören, auch wenn es mir nicht klappt, wenn es nicht läuft, dass man einfach weitermacht und immer geduldig bleibt. Jamal hatte in der 19 gezeigt, dass er könnte bei der U23 spielen. Danach in der U23 in der dritten Liga hat er auch gezeigt, ich bin bereit, wahrscheinlich für meine Minute da oben bekommen und hat die Minute bekommen. Für mich am Anfang war es nicht leicht umzuziehen von England. Ich hatte nicht viele Leute in München, aber Campus hat es schon leicht für mich gemacht. Dann habe ich Leute kennengelernt und war nach einer Zeit habe ich echt Spaß dort gehabt. Campus ist so eine große Familie, also jeder hat einen Teil dazu. So meine, die Freunde, auch Klose war mein erster Trainer dort, Klose und Slaven. Die Pädagogen, da waren viele, wo ein Teil gehabt hat, das alles einfacher für mich zu machen. Und das bin ich einfach dankbar dafür für alle. Für mich meine beste Erinnerung war bestimmt das Youth League-Spiel gegen Tottenham. Da so mein erstes großes Spiel, war ich auch schon nervös dafür. Ich habe da schon gut gespielt. Das war ein hartes Spiel, aber hat auch echt Spaß gemacht und das wird bestimmt immer bei mir bleiben. Trotzdem hat die letzten zwei Jahre super entwickelt. Ich freue mich sehr, dass so ein Spieler, das vom Campus da oben gegangen ist, hart arbeiten, dann kann ja auch kommen. Männer, Prost! Auf die Amateure! Ja. Vielen Dank. Gut, Schöne, aufpassen. Eine Minute nur. Und den Matchplan haben wir schon in München gesprochen. Aber gut, Schöne, frische Erinnerung. Das ist unsere Position am Ball und wir werden sehr dominant hier zu sein. Deswegen unsere zwei IV, AV, wir starten, Welsi, haben wir schon gesprochen, Welsi und Anche, ein bisschen innen. Schauen wir mal, lass uns das Spiel ein bisschen lesen, danach könnt ihr bereit sein. Aber am Anfang, ja, warum Nico und Schemi die ganze Zeit schnell. Die müssen schon mit eure Pässe schon vorbei sein, okay? Bleib stabil, Leon, wo bist du, Leon? Bleib stabil im Zentrum. Und das ist die Position. Taylor, versuch am Anfang deine Position zu halten. Wenn sie, wenn du liest, dass Taylor holt den Ball hier, dann gehst du ein bisschen mehr nach vorne. Okay? Jungs, mit Platz geht es anders schlecht, aber das ist keine Ausrede. Helmut ist schon zufrieden mit dem Ball machen. Wenn er schon zufrieden ist, das ist schon gut. Plus, zwei Wochen, wo ich habe nicht gespielt. Es gibt keine Ausrede, ich habe nicht gemeinsam trainiert, weil ein paar Spieler sind unterwegs bei der Nationalmannschaft. Wir starten mit acht Spielern, sind hier in München geblieben, über einen trainiert. Plus Kotti und plus Chevy hat am Montag trainiert. So, geh raus, gib Gas, zeig ihr, dass Bayern München seid und besser als die. Mit allem Respekt. Von Anfang an, von der nächsten Minute, von der nächsten Sekunde, dann zeigen wir, dass wir sich hier gefahren haben, um zu gewinnen. Komm hin! Das ist auch ein Punkt, den viele Spieler erstmal begreifen oder annehmen mussten. Diese Umstände bei den Auswärtsspielen. Es ist einfach schwierig für den Kopf, sich dann auf das Spiel einzustellen oder ein bisschen schwieriger auf jeden Fall, wenn alles ein bisschen ja, nicht so professionell wirkt wie im Grünwalder Stadion. Aber gehört dazu, das Regionalliga ist nochmal auch dreckiger Fußball auch. Aber das ist die Aufgabe von uns, dass wir es trotzdem schaffen halt einfach.
die Leistung abzurufen. Du willst einen besonderen Ball zu spielen, aber genau die zweite Kontakte oder der dritte Schritt, das sind 5 Meter von das Gegner. Nein, pum, das ist schon weg. Bekommt den Ball oder Scotty oder unsere AV und dann können nicht schieben. Genau das gleiche für dich, Nico. Bekommst du den Ball, sofort nach vorne, Außenverteidigung, pack und schnell, und schnell, und schnell. Ich weiß schon, der Platz ist scheiße, aber wir müssen das versuchen. Ihr seid Spieler von SC Bayern. Da hat keine Ausrede, dass ihr braucht dritte, vierte oder fünfte Kontakt. Nein, bitte. Nein, nein. Ich sage für die Fehler nicht, aber ihr kann mit zwei Kontakten spielen, okay? Pass auf, danach Kommunikation. Nico, Schemi, ihr sollt die zwei Erfahrungen im IV von der Mannschaft. Es kann nicht sein, kommen in deine Wahl, sind die zwei zum Ball und dann kommen die Elfmeter. Bitte, ein bisschen Kommunikation, Männer. Misse Kommunikation! Du auch von hinten, Mano! Du bist da nicht nur für die Wahl halten und so. Kommunikation! Bitte, gehst du die andere Blei! Gehst du die andere Blei! Es kann nicht sein, dass wir spielen zum Rad! Wir sind am Ende zum Rad! Na komm, geh raus und zeig das! Komm! Abzeit haben wir unsere 1-1 gemacht, weil wir waren dominant, wir waren die ganze Zeit am Ball. Und danach, egal wo das den Ball war, war immer eine lange Ball. Wir haben eine Foul hinter der Mittellinie gemacht, kommen an eine Standardsituation, wieder eine lange Ball, ein paar Aktionen da und unsere 2-1 bekommen. Danach in Ecke 3-1. Ich glaube, in die zwei Niederlage, ich habe schon gesagt, waren von den 4 gegen Tor 3 Standardsituationen. Deswegen ist unsere Schwach. Hey, du musst den Kampf geben, nicht Ball wegschießen! Was? Sei konsequent! Bist du besser Fußballer als ich, aber trotzdem, du verlierst 3-1. Natürlich, wir haben viele junge Spieler und die müssen diese Wille zu gewinnen, auch wenn es schwer, schwerer Platz, schwere Gegner, er spielt keine Fußball, nur lange Bälle, diese Zweikämpfe. Und ich hoffe, dass wir haben etwas gelernt von diesem Spiel, weil wir haben einfach nicht gut und wir sollten nicht da verlieren. Ne? Punkt.
ne? Hoppla. Ja, ist natürlich gut, wenn du gewinnst letztes Spiel und danach hast du Urlaub. Die Urlaub ist ein bisschen locker, aber wir wollen alle Spiele gewinnen. Das ist unser Ziel. Dieses Spiel war wichtig. Wir sind immer 7 Punkte hinter die Bayreuther. Das ist nicht wenig, das ist nicht viel, aber wir haben das nicht in unsere Hände alles.